Wir haben da keine Informationen. Was da los ist mit Maria Höferisch, die Italienerin, die steht schon wieder. Auch das war eine heftige Brezen, wie man so in der Skifahrersprache sagt. Und jetzt Tina Maase, die überragende Riesenslalomfahrerin dieses Winters. Aber gestern hat sie vielleicht die bitterste Niederlage in diesem Winter einstecken müssen. Hatte alle Trümpfe in ihrer Hand. Führende nach dem ersten Durchgang im Slalom. Hätte die vierte Weltcup-Kugel in diesem Winter gewinnen können. Und hat sie dann in den letzten Touren hergeben müssen an die junge Michaela Schifrin. Emotionale Momente waren das gestern Abend. Sowohl Tränen der Freude bei Michaela Schifrin und ihren Betreuern, als auch enttäuschte Tränen bei Tina Maase. Oberer Teil, taktisch gefahren, würde ich mal sagen. Vier Zehntel hinter einer entfesselten Volley. Jetzt muss sie aufdrehen, das Höferisch-Eck. Sehr clever und klug gefahren, hat natürlich mitbekommen, dass da die zwei Athletinnen vor ihr gestürzt sind. Im Mittelteil den Rückstand in Grenzen halten können. Jetzt die Einfahrt in den Zielhang. Hier leicht aufgestaubt. Schwungansatz minimal verpasst. Rang 2. Vier Zehntel der Rückstand. Alles im oberen Teil in den ersten Toren eingefangen. Unten richtig gut gefahren. Fast auf die hundertstel Sekunde gleich wie Tessa Bornet. Die Französin führt vor Tina Maase. Und hier schauen Sie, die Punktzahl hat sie oben auf ihrem Helm, wie sie ins Weltcup-Finale hineingegangen ist und wollte an der Seite in so einem kleinen Zettel noch eintragen, wie viele Punkte dann dazugekommen sind.